Was man in Zadar gesehen haben sollte. Folge 4: Uferpromenade, Meeresorgel und Gruß an die Sonne. Unser Reisetipp heute: Ein Bummel entlang der Uferpromenade zur einmaligen Meeresorgel und zum Gruß an die Sonne. Wir beginnen unseren Spaziergang am kleinen Hafen Foscha auf der etwa 1 Kilometer langen und sehr breiten Uferpromenade, die den Namen des Königs Peter Kresimir IV. Trägt. Als die Österreicher 1813 die Verwaltung von Zadar übernahmen, begann für die Stadt eine Zeit des Friedens und der Veränderung. Die Promenade wurde 1874 nach dem Abriss der Stadtmauer errichtet, um Zadar in Richtung Meer zu erweitern. Hier kann man im Sommer mal schnell ein erfrischendes Bad nehmen. Ein Denkmal vor dem Gebäude der Universität in Zadar für Spiridion Brusina. Geboren am 11. Dezember 1845 in Zadar und gestorben in Zagreb am 21. Mai 1908. Er war kroatischer Biologe und Zoologe. Er begann am 1. Juli 1868 die Unterwasserwelt im Zadarer Stadthafen zu erforschen. Es erfolgten die ersten Schritte der kroatischen Meeresbiologie. Dieses Denkmal wurde vom kroatischen akademischen Bildhauer Ratko Petric erstellt. Er lebte von 1941 bis 2010. Wir genießen unter den Bäumen den Blick auf das Wasser und die Insel Ugljan. An der Promenade finden oft Aktivitäten statt. Hier veranstaltete man an einem Sonntag einen Anglerwettbewerb. Die Uferpromenade am Abend in Richtung Universität und auch auf die andere Seite in Richtung Meeresorgel. Hier gehen wir am Römischen Forum und dem Donut vorbei. Diesen Teil beschreiben wir im Video Folge 9. Alle Aufnahmen entstanden an unterschiedlichen Tages- und Jahreszeiten und sind willkürlich von uns so zusammengestellt. Eines der vielen Feste in den Abendstunden an der Promenade von Zadar. Wir gehen weiter Richtung Meeresorgel. Hier bewundern wir die attraktive Beleuchtung in den Abendstunden. Die Meeresorgel, kroatisch Morske Orgulje, wurde am 15.04.2005 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Es ist ein experimentelles Musikinstrument, dessen harmonische Klänge durch die Wellenbewegung des Meeres
unter großen Steinplatten erzeugt werden. Der berühmte kroatische Architekt Nikola Vasic erfand dieses geniale System aus Resonanzkammern, das synkopierte und immer wieder neue Melodien produziert. Ansicht von der Adria aus auf die 70 Meter langen Promenadenstufen, die dieses Musikinstrument der Natur bilden. Hier steigen seltsame Klänge auf, denn in der Treppe sind die 35 Pfeifen aus Polyethylenrohren in unterschiedlichen Längen eingelassen. Entspanne auf den Stufen und lausche den einzigartigen Klängen der Meeresorgel, gespielt von den Wasserwellen der Adria. Die Orgelpfeifen sind so ausgerichtet, dass sie 7 Akkorde von 5 Tönen spielen, basierend auf dem Klangmuster der traditionellen dalmatinischen Klapperlieder. Im Jahre 2006 wurde die Meeresorgel mit dem Preis Ex Equo der 4. Ausgabe des Europäischen Preises für städtischen öffentlichen Raum ausgezeichnet. European Prize for Urban Public Space. Ein beliebter Ort in Zadar für die Bewohner und auch für Touristen ist dieser Platz. Wenn die Sonne so wunderschön versinkt. Ein Platz für spektakuläre Sonnenuntergänge. Der Gruß an die Sonne, eine Konstruktion des kroatischen Architekten Nikola Vasic, die aus einem 22 Meter großen Kreis aus 300 Photovoltaik-Solarmodulen besteht, die 46.500 Kilowatt Strom im Jahr produzieren. Wenn die Sonne hinter der Insel Uglian verschwunden ist, beginnt auf der kreisrunden Fläche die großartige Lichtschau. Augenscheinlich unregelmäßig flackern die Lichter auf und sorgen jeden Abend für das einzigartige Farbspektakel. Um den Sonnenkreis ringsherum symbolisieren 8 weitere Glasplatten die Planeten des Sonnensystems. Sie sind nicht nur maßstabsgetreu zur Sonne, sondern auch im richtigen Abstand in den Boden eingelassen. Sonne, Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Es ist ein einmaliges Lichtspiel am Ende der Uferpromenade der Stadt Zadar. Die leuchtenden, mehrschichtigen Glasplatten sind begehbar. Zusammen mit der naheliegenden Meeresorgel bildet der Gruß an die Sonne sogar gleich 2 ungewöhnliche, spektakuläre Sehenswürdigkeiten, die man in Zadar gesehen haben sollte. Es gibt weitere Folgen aus dieser Serie, was man in Zadar gesehen haben sollte. Wenn euch dieses Video gefallen hat, bitte hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal.
Bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen, tschüss und Dovidenia.